sagt, dass solche Sachen bidda sind. Aber eine Sache in die Religion hineinzuführen, die nicht dazugehört, gibt es Leute, die das bidda genannt haben. Und deswegen schauen wir wieder bei dem Verständnis der Sahaba. Und Brüder, ich sage diese Sache nicht, um irgendjemanden zu verletzen. Sondern ich sage jedem bitte, gehe zurück zu Koran und Sunna. Und wenn du zu Koran und Sunna zurückgehst, nicht zu irgendwie, was hat der Gelehrte hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen gesagt. Ja, wenn du da zu einem anderen Ergebnis kommst als ich und hast Beweise dafür, bitte melde dich bei mir und mache mir das klar. Nur bisher, alle Beweise, die kommen, sind immer, ja, aber der hat gesagt, der hat mehr Wissen als du, der wohnt doch da und da und das ist ein frommer Mensch, was wir eben schon gesagt haben. Da sagen wir, ja, es gibt auch Iblis, der hat noch mehr Wissen als du. Iblis hat noch mehr Wissen als du, ist trotzdem im Dalal. Und wir haben auch noch Leute, die vielleicht sogar sehr viele, die vielleicht mehr Ibadah gemacht haben, sind auch im Dalal. Ja, wie zum Beispiel irgendwelche Mönche, wo der Omar al-Khattab geweint hat. Oder du sagst mir, kann doch nicht sein, dass so viele Menschen das falsch machen. Ja, und das sind für mich alles Sachen, die unakzeptabel sind. Und es heißt nicht, dass jemand, der eine dieser Dinge macht, direkt im Dalal ist, zu den 73 Gruppen gehört, ja. Das ist, wir sagen nicht bei jedem sofort, sondern es kann auch sein, dass jemand einen unbeabsichtigten Fehler macht. Worum es mir geht, ist um die Herangehensweise, dass wir die Religion richtig verstehen. Dass keiner kommt, ja, aber der hat ja gesagt und so weiter und so fort. Weil das ist die falsche Herangehensweise, subhanallah. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, genau, jetzt wollte ich noch ein paar Sachen von Sahabern erwähnen, damit wir es richtig haben. Die Sahaba, der Prophet sallam, hat in Khutbatul Jum'a nie die Hände gehoben bei der Dua. Außer in einem Fall. In welchem Fall? Richtig, bei Regen. Wenn du, woher weißt du das? Achso, ich wollte nur wissen, wo du das gehört hast. Okay. Genau. So, und jetzt hat ein Sahabi in der Khutba die Hände gehoben. Guck mal, ganz feiner Unterschied. Aber nicht beim Regengebet. Also, das heißt, der Prophet hat schon bei der Khutba das mal gehoben, aber nur bei Regen. Da sagt ein anderer Sahabi, möge Allah deine Hände hässlich machen, du machst selbst deine Hände, wo der Prophet sonst die Hände nicht gehoben hat. Guck mal, wie genau der hier gewesen ist. Subhanallah. Dann das nächste Beispiel. Ibn Mas'ud, der kommt in eine Moschee rein, wo die Leute mit Steinen Tasbih machen sind. Und die sagen beim Kommando, auf Kommando machen die Allahu Akbar und so weiter. Und er tritt diese Sachen weg. Und sagt zu, und da ist der Prophet gerade gestorben und sagt ihnen, ihr seid jetzt schon mit einer Bida gekommen, nach dieser kurzen Zeit. Das ist von Ibn Mas'ud, das Sahih, dieser Bericht. Dann etwas anderes, Muawiyah geht mit Ali gehen sie um die Kaaba, radiallahu anhum, ja? Nicht mit Ali, mit Ibn Abbas, geht er um die Kaaba, der Cousin vom Prophet, und Muawiyah berührt alles von der Kaaba, jeden Punkt. Und der Prophet hat nur den schwarzen Stein und den Rukun Yamani berührt. Jetzt sagt Ibn Abbas zu ihm, er tadelt ihn dafür, er sagt, warum berührst du alles? Der Prophet hat nur Rukun Yamani und Hajj al-Aswad berührt, den schwarzen Stein und Rukun Yamani, also diese eine andere Ecke berührt. Dann sagt er zu ihm, ist irgendetwas, guck mal, er kommt fast so mit demselben Punkt zuerst, weil er ist nicht fehlerfrei, ja? Muawiyah ist nicht fehlerfrei, die Sahaba können Fehler machen, nur in ihrem Gesamtbild. Alle zusammen kann nicht sein, dass alle verkehrt sind. Ja? So, oder dass sie einen Ijma machen auf einer Sache, eine Herangehensweise, dass es verkehrt ist. Aber in Einzelheiten kann es passieren, dass einer mal einen Fehler macht, aber akzeptiert dann die Wahrheit. Und er geht mit ihm rum und er sagt Muawiyah, ist irgendwas an der Kaaba verkehrt, verlassen? Ja? Da sagt Ibn Abbas, ein Koranvers, guck mal, diesen Koranvers müssen wir uns immer merken, damit wir diese Herangehensweise haben. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hat er dir das beste Beispiel. Was sagt jetzt Muawiyah? Ja, aber ist doch gut, wir machen das doch nur aus Liebe für Allah und als Ehre für die Kaaba. Und was sagt er? Sadaqt, sagt er zu ihm, du hast recht, du hast die Wahrheit gesprochen. So, und das sind einige Beispiele, die wir haben. Jetzt, ich habe ein Schafi-Fiqh-Buch, das heißt, Umdatus Salik heißt das. Da werden einige Sachen, werden Bidda erwähnt. Ja? In anderen Sachen noch nicht, aber zum Beispiel, in einer Sache wird ein Bidda erwähnt, dass jemand ein bestimmtes Gebet macht. Und in einer anderen Sache wird als Bidda erwähnt, dass wenn jemand in der Kaaba ist, in der Masjid al-Haram, dass er rückwärts, wenn er rausgeht, bei Tawaf, weil man macht einen Abschiedstawaf,
dass er rückwärts rausgeht mit dem Gesicht zur Kaaba. Warum? Was ist denn daran so schlimm? Der geht doch nur raus als Ehre für die Kaaba, dass er ihr nicht den Rücken zu... Was ist da so schlimm dran? Kannst du mir mal erzählen? Shafi Madhab sagen, das ist Bidah. Shafi Madhab sagen, das ist Bidah. Und deswegen gehen wir immer wieder zum Anfang zurück. Jetzt kommen noch einige andere Beispiele, einige Schubuhat, mit denen einige Leute kommen, dass die Sahaba zum Beispiel irgendetwas von sich selber ausgemacht haben. Zum Beispiel eine bestimmte Dua und so weiter und so fort. Und der Prophet hat das nicht Bidah genannt. Okay, wann war das gewesen? Das war in der Lebzeit des Propheten. Das heißt, die Offenbarung war noch nicht vorbei. Allah hat nicht gesagt, die Religion ist vollendet. Weil wir haben gesagt, das Schlimme ist bei der Bidah, dass du damit sagst, der Prophet hat nicht alles überbracht. Oder er hat uns nicht alles gesagt. Aber dadurch ist uns sogar vieles klar geworden. Weil wenn der Wahi kommt und ein Sahabi macht etwas Falsches, dann kommt diese Wahi, die Offenbarung, Wahi heißt Offenbarung, und sagt, guck mal, das ist falsch, was sie machen. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel. Mu'adh ibn Jabal ist nach dem Aisha-Gebet, was er in Gemeinschaft gebetet hat, nach Hause gegangen und hat dort bei seiner Familie das Aisha-Gebet vorgebetet. Und er hat mit der Nia von Witter gebetet. Ja, dass er das als Nachtgebet macht. So, das war in der Zeit, wo der Prophet Sassam gelebt hat. Das heißt, wäre das verboten gewesen, du musst dieselbe Nia, weil einige Lehrte sagen, du musst bei dem Gebet dieselbe Nia haben, wie der dahinter dir betet. Wäre das verboten gewesen, mit einer anderen Nia oder mit einer Nia gar von einem freiwilligen Gebet einen als Imam zu führen, der ein Pflichtgebet betet, dann hätte Allah eine Offenbarung herabgesandt. Das ist ganz klar. Und dadurch sehen wir, dass es auch erlaubt ist. Dann sagt einer, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fi milla, samawati, milla, arimma, shita, min shayin ba'd. Er sagt diese Dings. Und der Prophet hört das. Das ist in der Zeit des Propheten, du kannst das gar nicht anwenden. Weil wäre das verkehrt gewesen, hätte der Prophet gesagt, dass das verkehrt ist. Aber so hat sich das halt entwickelt. Deswegen hat der Prophet auch gesagt, ist nicht mehr rausgegangen zum Tarawih-Gebet, damit diese Sache nicht zur Pflicht gemacht wird. Tarawih-Gebet ist, wie gesagt, das Nachtgebet in dieser Zeit. Ja? So, jetzt kommen einige Leute natürlich, jetzt kommt die Frage, was ist mit den Mawahib? Was ist mit den vier Mawahib? Sind die Bidah? Was ist das? Erstmal die vier Mawahib, ja, gehen zurück auf vier mit der größten Gelehrte dieser Umma. Ich sage nicht die größten Gelehrte, aber es gibt Gelehrte, die vielleicht noch mehr Wissen gehabt haben. Beispielsweise sagt Al-Shafi'i ist ein Schüler gewesen von Muhammad, Imam Muhammad, das ist der Schüler von Abu Hanifa. Und er ist Schüler von Imam Malik und Schüler von Al-Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd war ein großer Gelehrter zur damaligen Zeit in Ägypten. Und Imam Shafi'i sagt, Al-Layth afqa min Imam Malik. Dass Layth mehr Fiqh, mehr Wissen hat von Fiqh als Imam Malik. Was ist jetzt? Und einige Leute heute, so, das heißt, diese Leute waren Gelehrte gewesen, die ihren Ijtihad gemacht haben. Und was wir natürlich machen, ist, wir profitieren von diesen Leuten. Aber keiner dieser Gelehrten hat jemals gesagt, du sollst ihm blind folgen. Und wenn du siehst, dass er ein, weil sie sind Menschen, das heißt, die können Fehler machen. Können Fehler machen. Und wenn der einen Fehler macht, der kriegt einen Ajr dafür. Weil der Prophet Sassam sagt, إِذَمْ حَاقَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ ثُمَّ أَسَابَ فَلَهُ أَجْرًا. Wenn einer, wie zum Beispiel auch ein Mujtahid, ein Hakim, ja, einer, der ein Urteil fällt, der macht ein Ijtihad, der bemüht sich in einer Sache und der liegt richtig, der kriegt doppelten Lohn. فَإِنْ أَسَابَ Und dann sagt er, وَإِنْ أَخْتَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Dann hat er einen Lohn. So, aber sie sind nicht der Prophet. Imam Malik sagt, radiallahu anhu sagt, rahimullah sagt, kullu naradun wa mardudun illa sahib hadhihi al-qabr. Jeder von uns wird angenommen und abgelehnt, außer der in diesem Grab liegt. Imam Abu Hanifa sagt, subhanallah, sagt, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Es ist verboten für jemanden, der meinen Beweis nicht kennt, eine Fatwa zu geben, nach dem, was ich gesagt habe. Wenn er meinen Beweis hat. Das sagt Abu Hanifa. Subhanallah. Abu Hanifa sagt, إِذُ قُلْتُ قَوْلٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبْرَ الرَّسُولِ
Fatruku. Wenn ich etwas gesagt habe, was der Sunna widerspricht oder dem Buch Allahs widerspricht, dann lass die Sache. Was sagt Imam Malik? Imam Malik sagt, innama ana basharun. Ich bin ein Mensch. Uchtiwa usib. Ich liege richtig und liege falsch. Fanzuru fi rayi. Dann schaut euch meine Meinung an. Kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmt. Wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Und alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, lass. Dann Imam Shafi'i sagt: Ajma' al-muslimuna, das heißt die Muslimuna haben Ijma', alla man istabanu lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لا يحل له يد أن يدها لقول أحد. Wenn jemand eine Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam klar geworden ist, er meint jetzt mit Sunna meint er nicht eine Nawafil-Tat, sondern er meint damit, dass der Prophet etwas auf diese Art berichtet hat, dann ist es ihm nicht erlaubt, diese Sache zu lassen wegen dem Wort von einem anderen. Das heißt, du hast einen Gelehrten, der sagt etwas anderes als was der Prophet in der Sunna gesagt hat, du machst es einfach, ja? So dann sagt Imam, was sagt Imam Ahmed ibn Hanbal, sagt man radda hadith, man radda hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halkati. Wer ein Hadith ablehnt vom Propheten, natürlich der Sahih ist, der ist am Rande seiner Vernichtung. Das heißt, was wir verinnerlichen müssen ist, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal und so weiter, ja, Abu Hanifa, Rahimullah, sind große Gelehrte. Und wir lieben sie für Allah, weil sie für die Umma großen Lohn erreicht haben und die Religion bewahrt haben und sich bemüht haben und viel Gutes für diese Umma getan haben. Aber sie sind keine Propheten. Und wir müssen verinnerlichen, dass derjenige, dem wir es voll schuldig sind, und dem wir absolut verpflichtet sind, zu folgen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Also, du findest keinen einzigen Vers im Koran oder einen Hadith in der Sunna, die es zur Pflicht macht oder die es erlaubt, einem anderen als dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam absolut zu folgen. Du findest keinen einzigen Hadith oder Ayat im Koran, der es zur Pflicht macht, einer anderen Gruppe zu folgen als der Gruppe der Salaf. Kein einziger. Und man findet diese Sachen, die sagen, du musst dem Prophet folgen. Haufenweise. قُلْ أَتِيُوا اللَّهُ وَرَسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten, und wenn sie sich abwenden, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Was sagt er noch? Er sagt, wenn sie gerufen werden zu Allah und seinem Gesandten, ja, das ist zum Koran der Sunna, dann siehst du die Menafikun, wie sie den Weg zu dir versperren, wie sie von dir abhalten. Und es ist ein Zeichen von Nifaq, achi, wallahi. Nicht was ich sage, sondern steht im Koran, Sure 4, Vers 60, wenn einer kommt mit Hadith vom Prophet, und du sagst nein. Du willst ihn davon abhalten, den Propheten zu seinem Hadith zu folgen. Hier, er sagt, wenn die zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, hat er den deutschen Koran hier. Ist egal. Das ist Sure 4, Vers 60, müsste das sein. Dann siehst du, wie die Munafikun von dir abhalten. Subhanallah, guck dir die Sache an. Und so viele, wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Du findest es haufenweise. So, welche Aufgabe haben jetzt die Madhahib? Ist es, die erste Frage, ist es erlaubt, jemandem einem Madhab zu folgen? Wir sagen ja, unter bestimmten Umständen schon. Wenn jemand beispielsweise kein Arabisch kann, keine Möglichkeit hat, Wissen hat von der Religion, dann muss er ja sowieso jemandem folgen. Und diesem Madhab ist Ijma von der Umma, dass die auf dem richtigen Weg sind. Heißt nicht, dass in jeder einzelnen Sache jeder Einzelne richtig gemacht hat. Weil es kann nicht sein, dass du gleichzeitig, guck mal, wenn du jetzt eine Frau berührst, ich berühre jetzt beispielsweise eine Frau, ja? Kann nicht sein, dass ich dann beten gehe und ich bin gleichzeitig auf Tahara und gleichzeitig Najis. Oder bin gleichzeitig nicht auf Tahara.